habe gerade echt fast eine Sekunde lang überlegt, wie ich wieder bauen konnte. Ihr merkt, ich habe wirklich lange nicht in der Minecraft-Welt. Ich muss auch sagen, ich habe heute angefangen, das Silvester-Video, ich glaube, das war das Silvester-Video von Kronk zu gucken. Ja. Ich habe Gänsehaut gehabt. Ich habe bloß eine Stunde oder so, dreiviertel Stunde oder so geguckt. Ich habe so Gänsehaut gehabt, weil er hat Dinge angesprochen, über die ich mir gerade dieses Silvester extrem Kopf gemacht habe. Dass wir halt alle so hektisch leben, dass man immer weniger Zeit für irgendwas hat und, und. Gerade ich als Mama und momentan, ja, Hobby-Let's-Playerin, kannst du es wirklich bezeichnen, ist ja bloß ein Hobby. Dann Haushalt, Arbeit, also was da alles auf einen zukommt. Ja, auch dieses Jahr wird wieder sehr, sehr stressig. Dach ist fertig übrigens. Und gar nicht mehr so viel gebraucht wie gedacht. Ich überlege, ob ich noch hier ein bisschen in der Reihe überall mehr reinschmeiße. Weiß auch noch gar nicht, wo ich das nächste Häuschen hinbaue. Ja, halt sehr lang. So, Sand rein. Glas raus. Wolle und Holz können wir ja erstmal... Ach, Mensch. Kohle könnte ich noch ein bisschen reinschmeißen. Was hatten wir eigentlich hier? Hier war das Essen, genau. Das rohe Gelumpe. Die Bäume. Was hatten wir hier? Holz. Hier war Holz. Und Stein. Stein. Ich glaube, der Rest war dann unten, oder? Halt so rum. Ich bin noch ein bisschen... So. Jetzt haben wir es. Jetzt gehen wir in den Keller. Ach ja, ich bin eigentlich recht happy, wieder hier weit sein zu können mit Minecraft. Ach, hier unten haben wir auch noch Holz. Aha. Okay. Wolle und Farben. Okay. Ja, ich muss, ihr merkt wirklich, ich muss wieder mich umgucken. Sand brauchen wir ja oben. Haben wir hier? Irgendwas? Aha. 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 Ich glaube, ich schmeiße also hier mit rein, die Rohversion vom Eisen. Glas werde ich hier mit einfach reinschmeißen, oder? Nee, hier rein. Glas schmeiße ich extra. Holz haben wir ja dann... Holz haben wir hier, ne? Ja. Holz zum Bauen da. Moment, dann nehme ich das rüber. Hier war nämlich auch noch eine Leere, genau. So, Glaswein will ich auch noch für das, was ich vorhabe, sehr viel brauchen. Deswegen, ich bin schon gespannt. Ups, wir sind abgestürzt. Ist mir ja erst mal passiert. Wir brauchen was zu futtern. Sehe ich gerade. Zack. Ich will ein Hühnchen haben, bitte. Und nehmen wir das Brot. Brot. Ich habe auch keine Tag, ne? Hau mal ab. Leute, ich muss mein Haus verteidigen eigentlich, ne? Was war jetzt? Creepy, du stehst da ein bisschen im Weg. Ja. Fängt ja schon gut an die Folge. Ich wieder im Haus verbunkert. Angst vor Mine creepte. Ich laufe rückwärts noch, bevor ich ihn erwische. Schön.
Bitte keinen weiteren, das wäre fatal. Macht? Ja, kein Monster in der Nähe. Super! Also, wie gesagt, wir haben große Projekte vor. Also, ich habe mit euch große Projekte vor. Gebe nicht auf, diese umsetzen zu wollen. Ich gebe mir dabei ganz, ganz viel Mühe. Ich verspreche trotzdem nichts. Ganz ehrlich, ich verspreche nichts. Denn diese Projekte werden mich mehr als nur Zeit kosten, wenn ich ehrlich bin. Diese Projekte werden fressen. Ganz viel Zeit fressen. So, was haben wir jetzt hier? Hier hat man das Glas. Genau. Holz. Wie gesagt, ich habe, wenn irgendwas dazwischen kommt, was ich nicht kenne, könnte es natürlich irgendwas sein aus einem Spiel, das ich nicht kenne. Die Musik, wie gesagt, ich würde mich sehr um eure Mithilfe freuen, wenn ihr mir helfen könnt, nämlich herauszufinden, was ich spielen darf und was nicht. Ich schmeiß das einfach da rein, das gehört auch da rein. Erfolgreich. So. Ah, das könnte auch Final Fantasy gerade sein. Kein Plan. Ich habe keinen Plan, ganz ehrlich. So. Halt, wir brauchen... Stein. Eisen. Muss ich mir das mal merken. So, Bruchstein. Den werde ich auch oben einlagern mal. Ich werde nämlich oben dann... Also ich werde nur Steinsachen erstmal machen. Einfach aus dem Grund, dass es schneller geht. So, um hier war die Axt ausgegangen. Eins. 2, 3, 4, 5. Dann noch eine Spitzhacke dazu. Und ein Schäufelchen. Also nehmen wir zwei Schäufelchen. Denn ich habe noch wenigstens ein bisschen was vor. So, noch einmal hier. Halt, so. Dann das hier noch mit reinschmeißen. Das ebenso. Ich weiß nämlich nicht so genau, wie lange ich jetzt unterwegs sein werde, sein möchten, tun, täten. Ansonsten, wir kommen nochmal auf Weihnachten zu sprechen. Ich hoffe, ihr hattet ein sehr schönes Weihnachtsfest. Das klang gerade nach Zelda. Ich hoffe, ihr hattet ein sehr schönes Weihnachtsfest. Ihr habt hoffentlich alle einen fleißigen Weihnachtsmann gehabt. Genauso hoffe ich für euch natürlich sehr... inständig, dass eure Weihnachtsbäume euch gefallen, dass ihr keine stressigen Feiertage hattet, denn so etwas kenne ich auch. Ich hoffe sehr für euch, dass ihr eine schöne Silvesterfeier hattet, dass ihr gut reingerutscht seid. Das, ehrlich gesagt, hoffe ich auch für euch persönlich, auch wenn ich es Schwachsinn finde, wenn man sich Vorsätze für ein neues Jahr vornimmt, weil es wird ja genauso bekloppt wie das nächste Jahr, wie das letzte Jahr, wie das Jahr davor und wie das Jahr davor. Ich hoffe jedenfalls trotzdem, dass eure guten Vorsätze sich in Erfüllung bestreiten. Mein guter Vorsatz für dieses Jahr ist, dass ich hoffentlich mal auf sowas wie eine Gamescom komme. Es ist schon ziemlich lange her, dass ich auf einer war, deswegen möchte ich dieses Jahr gerne mal wieder auf eine. Genauso hoffe ich, dass ich bis zur Buchmesse mal ein bisschen was zeitlich auf die Reihe kriege. Denn da möchte ich dieses Jahr auch gerne wieder mal aufschlagen. Also ich bin jedes Jahr aufgeschlagen auf Buchmesse und so, aber... mal wieder richtig mit Zeit. Weil das ist etwas, das, womit ich selbst auf Conventions sehr sparsam umgehe. Zeit. Habe ich ganz selten. Egal für was, ganz ehrlich. Es ist Horror. Wenn ich nicht gerade wirklich mal mir Zeit nehme, mich an den Rechner zu setzen und mich meinem Aufnehmenplan widme, dann sieht das, ehrlich gesagt, sogar für das Aufnehmen sehr schlecht aus an Zeit. Und zack. Habe ich das nie so gemacht? Ja. Funktioniert. Irgendwie muss das funktionieren. Ich will hier endlich durch die Bäume. Weil den Wald muss ich ein bisschen roden. Einfach, weil ich den Platz dann auch brauche.
Auf jeden Fall brauche ich hier ein bisschen Licht drin. Nein, ich brauche den Platz wirklich, denn ich habe, wie gesagt, ja ein bisschen was vor. Ich möchte... Also ich bezweifle, dass ich Minecraft so lange spiele, bis ich meine Stadt gebaut habe, die ich eigentlich anfangs bauen wollte. Wo ich mir dachte, oh, die wäre cool, eine Stadt zu bauen. Finde ich ganz schön heftig, was ich mir da an Bauplänen zurechtgelegt habe, mal in einer ruhigen Minute, die ich Zeit hatte zum Denken, die ich mir genommen habe. Da liegt übrigens Holz drauf, sehe ich gerade.